Bildung neu gestalten. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation. Alle wollen eine gute Ausbildung, aber nicht jeder kann sie finanzieren. In vielen Ländern versucht die Regierung zu helfen. Auch Privatwirtschaft und Industrie steuern ihren Teil bei. Diese Woche sehen wir uns Modelle in Deutschland, Schweden und den USA an. In Deutschland will man Investoren dafür interessieren, ihr Geld statt in Aktien in schlauen Köpfen anzulegen. So wird Studenten geholfen, damit sie ihre Unternehmensidee umsetzen können. Die Investoren erwarten, wie wir in diesem Bericht sehen werden, dass das Unternehmen später Gewinn abwirft. Sinto Gersi ist immer unterwegs. Während seines MBA-Studiums zog er schon seine Mineralwasserfirma hoch. Diese Arbeit über diesen Mineralwassermarkt habe ich geschrieben im Jahr 2006 und abgeschlossen habe ich das Studium 2007 und die Abschlussarbeit meines Studiums war bereits der Businessplan für die Firma. Sinto war damals einer der ersten, der von einem Fonds unterstützt wurde. Doch die Idee machte Schule. Heute geht es seiner Firma bestens. Sinto verkauft edles Mineralwasser an Menschen, die es sich leisten können, beim Wasser auf Lifestyle zu achten. Er zahlt nun 4 Jahre lang immer 8% seines Einkommens in einen Bildungsfonds, der dem Unternehmernachwuchs zugutekommt. Das Interessante an einem Bildungsfonds ist, dass dort die Studiengebühren vorgestreckt werden und dann einkommensabhängig im Laufe des Berufslebens, also nach Abschluss des Studiums, in den Fonds zurückgezahlt wird und somit über die erneuten Einnahmen die nächsten Generationen der Studierenden finanziert werden. Allerdings können beim Bildungsfonds nur die Besten berücksichtigt werden, wie Benedikt Quarch, Student an der European Business School in Wiesbaden. Er musste schwierige Tests bestehen und muss auch während des Studiums Leistungsnachweise vorlegen. Es wird schon natürlich kontrolliert, dass man, sag ich mal, am Ball bleibt. Aber wenn man jetzt einmal irgendwie so eine Durchhängerphase hat oder sowas, dann wird man nicht direkt rausgeworfen. Beim Bildungskredit gibt es keinen festen Zinssatz. Und mit dem Zurückzahlen fängt Benedikt auch erst an, wenn er einen Job hat. Ist es besser für meine Begriffe, als wenn man jetzt, was weiß ich, einen normalen Kredit bei der Bank irgendwie aufgenommen hätte? Weil so kann man wieder sozusagen eben die neuen Leute wieder fördern und es bleibt sozusagen alles in dem persönlichen Rahmen jetzt auch. Für alle Beteiligten also eine gute Idee. Das Ganze ist in München, nennt sich Career Concept und Rolf Zipf ist der Direktor. Wir sind von dem Credo geprägt, dass das Vermögen oder das Einkommen nichts über die Zugangsmöglichkeiten zu Bildungschancen aussagt und das letztendlich auch nicht entscheiden darf. Jede Grenze wäre für uns da willkürlich gezogen und deswegen machen wir das nicht. Ohne die Hilfe von Career Concept wäre es Sinto nicht möglich gewesen, seine Firma aufzubauen. Die ersten Jahre waren hart, doch jetzt steht Sintos Geschäft auf festen Beinen. Freie Ausbildung für alle ist in vielen Ländern ein Ideal. In Schweden haben sich Städte und Gemeinden diesem noblen Konzept verschrieben. Jeder soll dieselben Chancen haben und wählen dürfen, wo er in die Schule gehen will. Mehr in diesem Bericht aus Stockholm. Während der vergangenen Jahrzehnte hat Schweden viele Ausländer ins Land gelassen. Gleichheit für alle war der schwedischen Regierung wichtig. Städte und Gemeinden übernahmen die Verantwortung dafür, Bildung für alle zu ermöglichen. Es gibt Bildungsgutscheine für Schüler und Studenten im Alter zwischen 7 und 19 Jahren, also für Grundschule und weiterführende Schulen. The voucher system works that each Mit dem Gutscheinsystem können die Schüler bzw. die Eltern selber wählen, in welche Schule die Kinder gehen wollen. Sie können diese Gutscheine für öffentliche und private Schulen verwenden. Christian Wittell ist Rektor an der Kunskapsskolan in Enschede, südlich von Stockholm. Hier lernt jeder Schüler nach seinem eigenen Tempo, auch der Schnelle. In my last school, it's
In meiner vorherigen Schule ging es nicht um mich, sondern um die Klasse. Ich bin ehrgeizig und ich will arbeiten. Ich war oft schneller fertig und musste auf die anderen warten. Das war schlecht für mein eigenes Vorankommen. Es gibt 33 solcher Kunstgabsschulen in Schweden. Hier können wir uns aussuchen, wie wir arbeiten wollen. Wir arbeiten nicht alle im selben Tempo. Mit dem Gutscheinsystem kann jeder versuchen, in die Schule zu gehen, in die er gehen will. Zuvor bestimmte der schwedische Staat. Nun bestimmen die Städte und Gemeinden. Sie legen auch fest, wie hoch die Gutscheine sind. Das wiederum hängt vom jeweiligen Haushalt ab. Das Schulessen ist in Schweden sowieso kostenlos. Das Gutscheinsystem in Schweden wurde deshalb eingeführt, weil nicht jeder Schüler in dieselbe Form gepresst werden kann. Was für den einen richtig ist, kann für den anderen falsch sein. Natürlich soll jeder dieselben Chancen bekommen, aber dieselben Chancen, das bedeutet nicht, dass alle ein identisches Programm durchlaufen sollen. Denn dann schaffen wir wieder Ungleichheit. Mit dem Gutscheinsystem will Schweden vermeiden, dass zu viel Gleichheit wieder Ungleichheit schafft. Dass gleiche Chancen für manche wie für Elin letztendlich keine Chancen bedeuten. Wenn der Staat nicht hilft, wie zum Beispiel bei vielen religiösen Schulen, wird die Finanzierung für Schüler und Eltern oft schwierig, vor allem in armen Bezirken. Ein Jesuitenpriester in Chicago ist da auf eine gute Idee gekommen. Die Jugendlichen arbeiten an einem Tag in der Woche und finanzieren so ihr Schulgeld. Mehr dazu in diesem Bericht. An der Cristo Rey High School in Chicago geht der Tag um 8 Uhr früh mit einem Gebet los. Doch nicht alle Schüler gehen danach in die Schule. Manche gehen zur Arbeit. Help us to go into work today to kick off the new year, using our talents as best we can to bring joy and peace to others. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 24 Christorei-Schulen gibt es mittlerweile. Die in Chicago war die erste, die mit dieser Kombination aus Schule und Arbeit den nicht so reichen eine gute Schulbildung ermöglicht. Wir sind das einzige Netzwerk, bei dem sich die Schulen quasi selbst finanzieren. Die Schüler finanzieren mit ihrer Arbeit gut die Hälfte ihres Schulgeldes. 4 Schüler haben dieselbe Arbeitsstelle, immer an einem anderen Wochentag. Die 18-jährige Jocelyn arbeitet einen Tag in der Woche in einer Firma im Zentrum von Chicago. Hier verdient sie im Jahr $7,500. Das Geld geht direkt an die Schule. Die Eltern müssen noch die fehlenden $1,000 aufbringen. Um ein bisschen Taschengeld zu haben, arbeitet Jocelyn auch noch am Wochenende. Für eine gute Ausbildung ist ihr das die Mühe wert. 4 Tage die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag gehe ich in die Schule. Am Donnerstag arbeite ich hier bei Vella Equity Partner und am Wochenende arbeite ich bei Nonos Pizza. Teil meiner Motivation ist, dass meine Eltern beide keinen Schulabschluss haben, also konnten sie auch nicht auf ein College. Ich bin die Erste in meiner Familie, die aufs College gehen wird. Ich setze ein Beispiel für meine Geschwister. Jocelyn macht sich mehr Sorgen um das Restgeld, das ihre Familie beisteuern muss, als um ihre eigene Arbeitsbelastung. Meine Eltern haben nicht viel Geld. Es ist schon stressig für mich, aber mir gefällt es auch schon, Erfahrungen in der Geschäftswelt zu sammeln. Die 6.500 Christorei-Schulen sind meistens in ärmeren Vierteln. Um angenommen zu werden, muss das Kind nicht katholisch sein, aber es muss bei Tests beweisen, dass es motiviert genug ist. Wir wollen denen eine Chance geben, die keine haben. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Aber sie hatten die Chance. Die meisten wollen. Das ist wunderbar. Schreiben Sie uns, was Sie zu diesem Thema meinen. Zu unserer Sendung über Autismus schrieb uns zum Beispiel ein Zuschauer und wies darauf hin, dass Menschen mit Autismus in armen Ländern schon gleich überhaupt keine Chancen haben.
So viel für heute. Bis nächste Woche. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation.